Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, Erinnerung der Erlösung. Der Herr führte sein Volk heraus in Freude, seinen Erwählten in Jubel. Halleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der wahrhaft vom Tod auferstanden ist, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Brüder und Schwestern, manche Nachrichten sind in ihrer Konsequenz so bedeutsam, dass wir sie mehrfach hören müssen, um sie auch tatsächlich zu begreifen. Dazu gehört auch die Nachricht von Ostern, dass Christus auferstanden ist und dass er wirklich lebt. Diese Botschaft war für die Apostel nicht nur gefällig, sondern auch gefährlich, denn sie führte sie dazu, dass sie angeklagt wurden vor dem Hohen Rat. Und weil sie wussten, dass hier die Wahrheit sich gezeigt hat, konnten sie nicht klein beigeben. Wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Und so geht es im Grunde jedem, der sich für die Auferstehung öffnet und sie als Wirklichkeit für sein Leben annimmt und akzeptiert. Wir können unmöglich schweigen über das, was da geschehen ist. Wir können nicht darüber schweigen, dass die Welt eben kein Gefängnis ist und dass wir nicht eingesperrt sind im Käfig der Zeit, sondern wir müssen es verkünden und allen sagen, dass das Leben den Tod besiegt hat, und es darf nicht nur bei der Verkündigung und bei der Predigt bleiben, sondern wir dürfen das auch feiern, dass wir tatsächlich mitten im Leben stehen, auch dort, wo das Leid und der Tod und das Schwere stärker zu sein scheint. Wenden wir uns dem lebendigen Christus zu und feiern ihn jetzt in unserer Mitte. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich, denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld und schenke uns dein Heil. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Zum Gloria Nummer 172. Gott in der Höhe, sein Reich soll er den Menschen Frieden auf Erden. Heiliger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühren deinen Namen. Du wohnst mit Gott, dem Heiligen Geist, im Licht des Vaters. Amen. Lass uns beten. Gnädiger Gott, in deiner übergroßen Liebe schenkst du der Kirche neues Wachstum. Wache über das Volk, das du dir erwählt hast, bewahre alle Getauften in deiner Gnade und bekleide sie einst mit dem Gewand der Unsterblichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen, als die Führer sowie die Ältesten und die Schriftgelehrten den Freimut des Petrus und des Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und einfache Leute waren, wunderten sie sich. Sie erkannten sie als Jünger Jesu, sahen aber auch, dass der Geheilte bei ihnen stand. So konnten sie nichts dagegen tun.
Sie befahlen ihn, den Hohen Rat zu verlassen, dann berieten sie miteinander und sagten: Was sollen wir mit diesen Leuten anfangen? Dass offensichtlich ein Wunder durch sie geschehen ist, ist allen Einwohnern von Jerusalem bekannt. Wir können es nicht abstreiten. Damit aber die Sache nicht weiter im Volk verbreitet wird, wollen wir ihnen bei Strafe verbieten, je wieder in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu sprechen. Und sie riefen sie herein und verboten ihnen, jemals wieder im Namen Jesu zu predigen und zu lehren. Doch Petrus und Johannes antworteten ihnen: Ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Jene aber drohten ihnen noch mehr und ließen sie dann gehen, denn sie sahen keine Möglichkeit, sie zu bestrafen, mit Rücksicht auf das Volk, da alle Gott wegen des Geschehenen priesen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ich danke dir, Herr, dass du mich erhört hast. Ich danke dir, Herr, dass du mich erhört hast. Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. So soll Israel sagen, denn seine Huld währt ewig. Ich danke dir, Herr, dass du mich erhört hast. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist für mich zum Retter geworden. Frohlocken und Jubel erschallt in den Zelten der Gerechten, die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Ich danke dir, Herr, dass du mich erhört hast. Die Rechte des Herrn ist erhoben, die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Ich werde nicht sterben, sondern leben, um die Taten des Herrn zu verkünden. Ich danke dir, Herr, dass du mich erhört hast. Der Herr hat mich hart gezüchtigt, doch er hat mich nicht dem Tod übergeben. Öffnet mir die Tore zur Gerechtigkeit, damit ich eintrete, um dem Herrn zu danken. Ich danke dir, Herr, dass du mich erhört hast. Das ist das Tor zum Herrn, nur Gerechte treten hier ein. Ich danke dir, dass du mich erhört hast, du bist für mich zum Retter geworden. Ich danke dir, Herr, dass du mich erhört hast. Halleluja, 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 Halleluja. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und sein auf uns freuen. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, O Herr. Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. Darauf erschien er in einer anderen Gestalt 2 von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs Land gehen wollten. Auch sie gingen und berichteten es den anderen, und auch ihnen glaubte man nicht. Später erschien Jesus auch den 11, als sie bei Tisch waren. Er tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Herr Jesus Christus, du bist bei uns oft unerkannt als unser Weggefährte und Begleiter. Wir kommen zu dir mit unseren Bitten. Jemand bittet: Lieber Gott, schenke uns ein gesundes Kind, schenke uns Frieden und Segen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
bitten, dass wir eine Wohnung finden, dass mein Mann eine richtige Arbeit findet. Wir danken, dass wir gesund sind. Wir bitten, dass das Coronavirus bald ein Ende hat. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lieber Gott, gib bitte meiner Freundin ihren Frieden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Stehe denen bei, die in Not und Angst leben, und gib ihnen die Gewissheit, dass du immer bei ihnen bist. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Begleite die Kranken und Sterbenden auf ihrem Leidensweg und lass ihre Not fruchtbar werden für das Reich Gottes. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Schenke allen, die heute sterben, die Gewissheit, dass du sie aufnimmst in deine Herrlichkeit. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. In unseren ganz persönlichen, heutigen Bitten und Anliegen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott, du bist der Gott des Lebens. Du willst, dass alle leben und Leben in Fülle haben. Dafür danken wir dir und preisen dich jetzt und in Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns zum Kelch des Heiles werden. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Weil wir kommen in den Augen, in den Herzen und in dem wir den Sinn in uns haben. Und gib, dass unser Opfer die Gefahr herrscht, meine Schuld, von meinen Sünden. Betet, Brüder und Schwestern, damit mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, gib, dass wir dir allzeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort, mach sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken, den Herrn, unseren Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet, und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen ich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singe das Lob deiner Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Abaoth. Jesus, jetzt der Gloria tua, Hosanna in excelsis, Deus.
Darum bitte wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leib unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung weisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiere das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringe dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint in unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Gebhard und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche gestellt sind. Gedenke unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir.
Herr Jesus Christus, du Sieger der Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünde, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Und schenke dir nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns dein Leben. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt Christus als Gewand angelegt. Halleluja. Lassen wir uns beten. Ewiger Gott, du hast dein Volk durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Und so segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, euer
Profitiat Deo Christus.